Das Dschungelbuch. Der Film ist einer dieser unsterblichen Disney-Filmklassiker und beliebt bei Jung und Alt. Mitte der 90er war die Hochzeit der Disney-Versoftung ja schon etwas rum und eine andere Firma übernahm bei der Verwurstung die Regie. Wie wurde dieser Klassiker umgesetzt? Was taugt The Jungle Book für die Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Virgin Interactive programmiert und 1994 weltweit veröffentlicht, wobei es Australien seltsamerweise erst 1997 abbekam. Neben dem Super Nintendo erschien es wie gewohnt im Prinzip auf allem, was nicht bei 12 auf den Bäumen war. Heißt bei quasi fast allen Spielesystemen der Zeit. Wie gewohnt ist die Hintergrundgeschichte natürlich eher, zweckmäßig. Ihr führt Mowgli aus dem gefährlichen Dschungel heraus in die menschliche Zivilisation. Da müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Das Spiel ist natürlich ein Plattformer. Ihr steuert Mowgli durch den Dschungel, müsst Hindernisse überwinden und euch mit Gegnern messen. Dazu könnt ihr passenderweise Bananen werfen. Die machen aber natürlich nicht viel Schaden und so ein Affe kann da quasi schon ordentlich Bananen einstecken. Schlechtes Wortspiel. Dafür können die Dinger aber auch gut spammen, da ihr von denen einen unendlichen Vorrat habt. Woher Mowgli den auch immer hernimmt. Als wirkungsvollere Waffe habt ihr dennoch andere Früchte, die ihr fast schon wie Granaten werfen könnt. Diese müsst ihr aber zuerst einsammeln und haben daher eine begrenzte Anwendungsanzahl. Soweit alles klar. Klingt jetzt erstmal nach Standardkost. Der Levelaufbau holt aber einiges heraus, weil dieser nicht ganz so linear ist und ihr die Bereiche auf jeden Fall erkunden müsst. Der Weg zum Ausgang ist nämlich nicht immer unbedingt offenkundig. Auch von der Spielweise versuchen die Entwickler etwas Abwechslung hineinzubringen. Manche Level spielen sich relativ klassisch, aber es gibt auch selbstscrollende oder welche, die sich von unten nach oben spielen. Und natürlich gibt es auch hier und da Bonuslevel. Was wäre ein Spiel dieser Art auch ohne? Was ich persönlich sehr schade finde, es gibt weder ein Passwort oder ein Speichersystem. Das wäre für ein Spiel in dieser Zeit auf jeden Fall drin gewesen. Das Spiel ist nämlich auch nicht gerade kurz und vor allem täuscht die süße Disney-Optik. Das Spiel ist auch nicht gerade einfach. Fairerweise muss ich jedoch sagen, dass man den Schwierigkeitsgrad immerhin in 3 Stufen anpassen kann. Allgemein macht das Spiel einen wunderbaren Eindruck, aber irgendwie fehlt es hier und da etwas an Feinschliff. Etwas weniger unfaire Gegnerplatzierung hier, etwas bessere Steuerung da. Und damit meine ich vor allen Dingen das Greifen von Lianen, das echt fummelig sein kann. Und das Spiel wäre auf einmal wirklich besser geworden. Die Grafik ist dahingegen wunderbar geraten. Die Animationen sind einfach nur liebevoll gestaltet und alles wirkt wie aus einem Guss. Aber auch die sonstige Gestaltung und Farbgebung fängt die Filmvorlage wunderbar ein. Der Sound rahmt diese grafische Pracht noch einmal passend ein. In diesem Bereich gibt es bei diesem Spiel nichts zu meckern. Was taugt The Jungle Book für Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist auf jeden Fall ein sehr solider Plattformer. Das Spiel hat Charme und fängt die Vorlage gut ein. Es hätte jedoch hier und da definitiv etwas an Feinschliff gebraucht und ist daher zwar ein gutes Spiel, aber kein Oberklasse-Ding. Man kann hier aber auf jeden Fall zugreifen und mal reinspielen. Das war der Test für The Jungle Book für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.